Okay, Leute, erstmal herzlich willkommen zu diesem Video. Und bevor ihr euch jetzt ins Höschen macht, der Titel ist etwas gebaitet. Ich habe allerdings auf diesem Kanal hier seit Wochen und Monaten schon ein großes Problem. Darüber möchte ich mit euch reden. Und bevor wir reinstarten, möchte ich euch auch schon eine Lösung nennen. Und zwar werden wir heute um 17 Uhr auf Twitch streamen. Es wird geistesgestörten Content geben. Was es damit auf sich hat, erkläre ich euch jetzt. Mein Problem hier auf dem Kanal ist erstens der YouTube-Algorithmus. Der ist mittlerweile auf Werbeperformance ausgelegt, dass du abliefern musst. Du brauchst Wiedergabezeit, du brauchst prozentuelle Wiedergabezeit. Das heißt, ihr müsst ein Video für eine gewisse Zeit gucken, damit YouTube Einnahmen macht, damit Leute dranbleiben und. Darauf ist das ausgelegt. Deswegen mutiert das Ganze hier auf YouTube auch immer mehr zu RTL 2 und Unterhaltungskontent. Leute müssen sich unterhalten fühlen. Es muss für eine Großzahl an Leuten halt funktionieren. Und da habe ich schon mein erstes Problem, bei diesem stumpfen Fitness-Content, was Fitness-Content nun mal ist, hinzubekommen, also bei diesem informierenden Fitness-Content, ist sehr, sehr, sehr schwer. Diese Fitness-Videos sind nun mal nicht für jedermann und der Algorithmus erkennt halt, dass einige Leute einfach früher wegklicken als andere und ich werde aber verglichen mit sämtlichen anderen Content auf YouTube, das heißt Unterhaltungskontent, der zum Teil über 30, 40 Minuten geht, ja, und dann wird mein Content nicht mehr angezeigt. Also YouTube geht quasi her und vergleicht in den ersten 24 Stunden die Performance von einem Video und entsprechend wird es halt eben nur ausgestrahlt. Das heißt, extrem viele Leute sehen das nicht, selbst meine Abonnenten. Das heißt, es ist nicht mehr wie früher, du abonnierst etwas, es wird dir angezeigt. Das heißt, Leute, die es sehen wollen, die kriegen das einfach nicht angezeigt. Das wird an den ersten 400 getestet. Ja, und wenn dann eben für 200 Leute das Video nichts ist, dann wird es halt nicht mehr Leuten angezeigt. Und du machst dir die Arbeit und es funktioniert einfach nicht. Du arbeitest gegen, also der Algorithmus arbeitet gegen einen. Der zweite Punkt ist halt einfach das Ding, dass ich immer noch diesen Anspruch an mich selber habe. Ich sehe, was im Fitnessstudio abläuft. Tobi hat mir eben noch eine Geschichte erzählt. Weißt du, so zwei Hampelmänner am Facepull machen mit Schwung irgendwie die Facepulls und der eine sagt, ja, boah, ich spüre die Schulter nicht so richtig. Dann sagt der andere, ja, dann musst du mehr Gewicht nehmen. Falls man die Müllmaschine hört, entschuldigt bitte, es ist einfach aus dem echten Leben heute hier. Wie gesagt, auf jeden Fall, der eine sagt dann einfach, musst du mehr Gewicht nehmen, dann spürst du die Schulter. Dann hat der eine mehr Gewicht genommen. Und dann sagt er, ja, meine Schulter knackt jetzt. Ja, bla, keine Ahnung, scheiß Übung. So, und sowas sehe ich so tagtäglich im Fitnessstudio. Und ich gehe hin und sage, pass auf, für die mache ich die Videos. Wie du die Brust triffst, wie du das triffst. Die simpelsten Themen, die wir schon tausendmal durchgekaut haben, ihr wisst das schon. Und ich will diese Leute erreichen. Das Problem ist, ich erreiche sie nicht. Weil es wird zuerst euch angezeigt oder Leuten, die halt den Kanal kennen. Die sind natürlich vom Niveau her schon weiter als diese Themen. Dann machst du die krassesten Bait-Titel, das tollste Thumbnail. Ihr klickt auf das Video, denkt euch, ja, kenne ich schon. Klickt weg, Performance ist schlecht, es wird keinem mehr angezeigt. Das heißt, die Leute, die ich erreichen will, kann ich gar nicht erreichen auf YouTube. Es geht nicht. Du kriegst es nicht hin. Dafür ist YouTube nicht mehr gemacht. Diese Zeiten sind over. Fitness-Content für Leute, die ihn brauchen, ist over. Und ich arbeite die ganze Zeit, ihr merkt das ja, seit Wochen und Monaten und Jahren arbeite ich dahin, weil ich diesen Leuten helfen will. Aber ich komme nicht an. Alles für den Arsch. Und irgendwo muss ich mir auch denken, hör mal, ich hab ja ein IQ, ich bin ja nicht doof. Für wen mache ich die Scheiße eigentlich? Für wen mache ich die Scheiße? Weiterhin diesen Fitness-Content, der sehr, sehr, sehr simpel und einfach strukturiert ist. Mit 10 Videos hast du komplett Fitness abgedeckt. Den weiterzumachen wäre ja so bescheuert, jetzt nicht im Black Sale zuzuschlagen. Denn es gibt noch bis zu 70% auf alles. Und die Performance-Shorts Black, die aus Versehen nicht auf Stock waren, sind restockt. Weil ich hatte noch 500 Stück im Lager, die standen noch nicht im Shop drin. Also Freunde, zuschlagen. Aber natürlich nach dem Video, Freunde, denn jetzt kommt noch ein bisschen was. Das Einzige, wie dieser Fitness-Content noch funktionieren kann, ist, du erfindest neue Scheiße, so wie die meisten TikTok- und Influencer-Stoff-Fitness-Gurus das machen. Dazu wird die nächsten Wochen, Monate wird auch ein bisschen Content zu kommen, dass du dir einfach irgendwelche Übungen aus dem Arsch stießt, wie du deinen Lat noch besser spürst. Kleines Beispiel, so ist mir die Formatidee auch gekommen. Vorgestern habe ich ein Video gesehen und da hat einer, der sah so 110 Kilo trocken aus, hat erklärt, dass wenn du deinen Lat noch besser spüren willst, nimmst du keinen engen Griff. Ja, sondern nimmst du einen weiten Griff, weil dann bekommst du den Ellenbogen noch weiter hinter den Körper. Jetzt will ich mal wissen, wie hier der Lat mehr angespannt ist als hier. Das heißt, die erfinden sich irgendeine Scheiße aus dem Arsch, sehen krass aus, verkaufen das den Leuten, die gar keinen Plan haben. Die denken, ja, das ist so. Dass der Lat da hinten natürlich dann einfach weniger aktiviert ist, beziehungsweise fast gar nicht mehr aktiviert ist, das sei mal dahingestellt. Aber das ist die einzige Art und Weise, wie Fitness-Content noch funktionieren kann.
Und das bin ich. Das mache ich nicht. Deswegen lassen wir den Scheiß. Das heißt aber nicht, dass jetzt hier auf dem Kanal nichts mehr passieren wird. Wir machen hier weiter, wir machen hier geile Collabs, wir machen komplexere Themen, bisschen funny, bisschen Unterhaltung, bisschen Mehrwert, aber Neues. Wir machen Neues. Was ich aber trotzdem immer noch als Problem dann habe, ist, dass ich auf einem Kanal unterschiedlichen Content machen will. Ich will Mehrwert bieten. Ich will Unterhaltungsstuff bieten im Fitnessbereich. Das Ding ist, ich habe aber noch eine persönliche Seite. Ihr kennt das von früher. Ich habe einfach über random Themen gesprochen früher. Ich habe einfach die Kamera angemacht, mit euch gequatscht, irgendwas, was mich bewegt hat, irgendeinen Vlog gemacht und so. Und das fehlt mir. Vor allem jetzt die Videos, die wir machen, dieses professionellere mit ein bisschen mehr Skript und so. Klar baue ich dann hier und da mal einen Joke ein, hau mal einen Spruch raus, ein bisschen locker, ein bisschen Persönlichkeit. Das ist mir zu professionell, um meine Persönlichkeit so richtig ausleben zu können. Einfach mit euch eins zu eins den Austausch zu haben. Wie jetzt zum Beispiel in diesem Video. Dass wir einfach hier sitzen, ich euch rede, was abgeht. Ich euch sage, was so abgeht. Und das haben wir halt auf dem Kanal nicht mehr, weil wir sind wieder beim Thema Algorithmus, der muss performen. Und wenn ich jetzt mehrere Zielgruppen auf dem Kanal aufbaue, dann will die eine Hälfte will das sehen, die andere Hälfte will das sehen. Und viele von euch haben gar keinen Bock mehr auf Fitness, aber hätten auch Bock an meiner Persönlichkeit. Und für alle Leute, die irgendwie meine Art mögen, mehr davon haben wollen oder einfach mal gucken wollen, was jetzt abgeht. Heute um 17 Uhr, sonntags, ab jetzt jeden Sonntag um 17 Uhr, werde ich auf Twitch eine Show machen. 2-3 Stunden, wenn es länger geht, geht's länger. Unterhaltungskontent, wir machen Games, wir packen Sachen aus, wir shoppen zusammen, ihr könnt mir auch Fragen stellen zwischendurch, wir machen das volle Programm. Ich habe einiges vor, es soll krass werden und das Ganze wird natürlich dann aber auch auf YouTube für euch ausgestrahlt. Das heißt, wenn die Leute keinen Bock auf Twitch haben, ihr könnt es trotzdem auf YouTube verfolgen und zwar über den Kanal, der unten in der Beschreibung verlinkt ist. Das ist jetzt mein persönlicher Kanal, da kommen auch persönlichere Videos, wo ich einfach mal mit euch laber, erzähle und so. Da geht es nicht ganz so um die Performance, zwar immer noch, weil es ist YouTube, aber da können wir einfach mehr machen, da bin ich freier und natürlich jedem steht frei, auf Instagram vorbeizuschauen, wo ich mir jetzt auch mehr Mühe gebe, das einfach als Vlog-Plattform zu sehen. Die Vlogs sind erstmal vom Tisch, das heißt Vloggen auf Instagram und sämtliche persönliche Shit auf dem zweiten Kanal. Und da bitte ich euch einfach, wenn ihr Bock darauf habt, das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal, schaut in 2, 3, 4 Tagen, dann sollten die ersten Videos vom Stream onkommen, vorbei, ob euch das gefällt. Wenn dem so ist, freut es mich das, dann herzlich willkommen in meiner Community wieder, also in meiner zweiten Community eigentlich. Schaut auf jeden Fall heute um 17 Uhr, ich mache gleich auch nochmal eine Erinnerung, auf Twitch vorbei. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, folgt mir auch auf Instagram, dann mache ich eine Story, dass ihr es wirklich nicht verpasst. Schaut rein, sagt Hallo, ich würde mich freuen, weil es gibt ein bisschen was auch mit Interaktion. Wenn ich keine Zuschauer habe, wird es nicht funktionieren. Dann muss ich improvisieren, aber ich denke, es wird ganz gut. Wir haben alles abgehakt, Freunde, das ist das, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und ich hoffe, dass wir uns auf dem zweiten Kanal wiedersehen. Wenn dem nicht so ist, hoffe ich, dass ihr trotzdem noch viel Spaß mit dem Content haben werden, den wir hier produzieren, dass wir uns heute Abend auf Twitch sehen. Macht's gut, bis dahin. Peace. Der Performance-Boss.